Moin zusammen. Heute geht es um das Thema Garten und Gartentransformation. Bevor das Ganze aber so ausgesehen hat und ich mir den verdienten Schluck Wein gegönnt habe, gab es einiges zu tun. Vielleicht erinnert ihr euch, wir hatten ein bisschen Dreck im Garten oder hinterm Haus einfach. Das war ja noch kein Garten. Das musste erstmal alles weg. Wir haben mit Keller gebaut. Der sämtliche Kellerausschub ist im Garten gelandet. Dadurch, dass das Grundstück nicht ganz so klein ist, konnte das gut da überwintern. Mittlerweile ist es Sommer und das ganze Zeug muss weg. Unendlich viele Baggerladungen waren das bei einem 9x11 Grundriss und einer Vollunterkellerung. Kommt da einiges an Erdaushub zusammen. Dementsprechend viele LKWs sind hier immer vor und zurückgefahren in unserem Haus. Alle, die selber bauen, wissen sicherlich, dass es super nervig ist, wenn man einfach nur von Dreck umgeben ist, vor jedem Fenster irgendwelche Sandberge zu sehen sind. Hier haben wir schon Zuschauerplätze, weil der Bagger immer vor und zurückgefahren ist, vor unserem Küchenfenster. Das ist sehr interessant gewesen für die Kinder. Für uns war es eine lange Durststrecke. Ich zeige euch jetzt, wie das mit der Terrasse gelaufen ist. Unsere Terrasse geht um zwei Seiten des Hauses komplett herum. Hier wurde einmal planiert. Wir haben, wie gesagt, leichtes Gefälle auf dem Grundstück. Und der Höhenunterschied wird dadurch ausgeglichen, dass wir eine Mauer hin zum Garten setzen. Das heißt, wir haben ungefähr ja, zwischen 80 cm und 1 Meter Höhenunterschied. Das seht ihr hier auch schon, wo ausgehoben ist. Ganz hinten ist schon der Spielhügel angeschüttet. Da kommt hinterher noch eine Rutsche dran. Und hier seht ihr die hintere lange Seite des Hauses. Dort ist also auch schon auf Hausniveau alles abgetragen. Und hier wird schon fleißig planiert, damit die Terrassenplatten irgendwann gelegt werden können. Aber als erstes kommt die Mauer. Das große Gerät wurde auf dem Platz unserer zukünftigen Garage natürlich zwischengeparkt. Das war ganz prima. Wir haben ausreichend Lagerplatz für die ganzen Materialien hier. Und hier ist schon Live-Action. Als erstes wird die Mauer gesetzt. Wir haben uns dafür eine Trockenmauer entschieden. Die Hersteller blende ich euch gleich ein. Und so sieht das Ganze von oben aus. Zwischendurch gab es noch ein paar Kontrollen von Bauherr Junior und nach werden da 5 oder 6 Reihen von diesen Mauersteinen aufeinander gestapelt. Parallel dazu wurden schon mal die Terrassenplatten mit verlegt. Ein bisschen Aussparung gibt es hier noch. Da kommt ein Hochbeet hin an der einen Seite und ihr seht, wir haben hier auch noch ein bisschen Platz gelassen für Stufen. Da sage ich gleich noch was zu. Wir wollten ein bisschen Abwechslung in der Optik. Und das Ganze hat 2% Gefälle vom Haus weg, damit uns das Wasser nicht am Haus staut, falls es Starkregen gibt. Außerdem hat das den schönen Nebeneffekt, dass wir um die Lichtauslässe herum komplett pflastern konnten. Hier müssen wir uns noch was überlegen, damit der Abstand nicht zu groß ist. Da kommen aber auch noch ein paar feinere Gitter drüber, damit uns das ganze Laub nicht irgendwann da reinfällt im Herbst. Die Lücke in den Fliesen habt ihr gerade schon gesehen. Wir möchten das Hochbeet, was die beiden Opas selber gebaut haben, ein bisschen in die Terrasse hereinragen lassen. Und damit hier das auch alles mit der Regenrinne passt und dem Regenablauf, wird dann nochmal kurz Hand angelegt, Stückchen rausgeschnitten und dann kann das zusammengebaut werden. DIY deswegen, weil wir das nicht fertig gekauft haben. Das Beet ist 3x1 Meter groß und wir haben es einfach so in Auftrag gegeben, dass wir eine Zeichnung gemacht haben und dann die Einzelteile haben, Walzen falten und beschichten lassen. Das Gitter unten drin ist übrigens ein wirksamer Wühlmausschutz. Ich finde, das kann sich insgesamt sehr gut sehen lassen. Und damit hier zumindest mal etwas grün ist, haben wir das auch schon bepflanzt und die Kräuter fühlen sich total wohl. Da habt ihr es auch schon gesehen. Jetzt zeige ich euch einmal die Treppe. Da wollten wir keine normalen Blockstufen, sondern haben uns für eine Cortenstahltreppe entschieden, beziehungsweise solche Ls aus Cortenstahl, die, wie ihr hier seht, einfach mit Steinen bestückt werden, die dann zementiert werden. Und das gibt nochmal ein bisschen Auflockerung in der Optik, spiegelt den hellen Farbton von der Terrasse wieder und den Cortenstahl werden wir sicherlich hinterher in der Gartengestaltung auch nochmal finden. Was fehlt noch? Richtig, der Rasen. Damit es endlich grün wird, muss gewalzt werden, wie man hier sieht, dann wird wieder aufgehakt, dann wird gesät und gedüngt, dann wird nochmal gehakt und am Ende sieht das Ganze so aus. Wir haben ein Beet mit eingeplant, das wird so tief, wie die Treppe tief ist. Da wächst also kein Rasen. Und dann hat man uns gesagt, jetzt auf jeden Fall kräftig gießen. Der Sommer ist heiß. Und der Sommer so, kein Problem, ich mache das für euch. Ihr braucht keinen Finger rühren. War für den Rasen richtig geil. War auch richtig geil, um zu sehen, wo unsere Entwässerung gerade noch nicht funktioniert, weil sie noch nicht richtig fertig ist. Es gab so viel Regen, dass die Dachrinne übergelaufen ist, weil da einfach nichts mehr durchging. Darunter wächst auf jeden Fall erstmal kein Rasen.
Aber wir hatten auch leichtes Stauwasser und da war ich in dem Moment froh, dass wir die Entwässerung nicht am Haus hatten. Muss also nochmal nachgearbeitet werden. Ein bisschen Erde ist abgesackt. Das Unkrautvlies hat nicht alles von der Erde gehalten. Ist also ein wenig durch die Trockenmauer geschwemmt. Das wird alles nochmal nachgearbeitet. Dafür hat es dem Rasen sehr, sehr gut getan, wie ihr hier seht. Die Entwässerung vorne vorm Haus ist dann auch nochmal angepasst worden. Und mittlerweile kommen wir auch trockenen Fußes und vor allem nicht schlammigen Fußes zu unserer Haustür. Während also an allen Ecken gewerkelt wird, haben wir uns selber mal mit der Bepflanzung befasst. Hinterm Haus haben wir Johannisbeer- und Heidelbeersträucher gepflanzt. Das alles mit Rhododendronerde, das war ein Tipp vom Gärtner. Also ausreichend große Löcher gebuddelt, Erde rein, schön einschlammen und schön vorgießen, damit das alles auch wunderbar feucht bleibt in der Erde. Und genauso haben wir dann auch ein paar Hortensien gepflanzt, ein bisschen Gräser dazwischen, Fetthenne, alles, was zusammen ein schönes Ensemble gibt. Und weil ich mir die Mühe nicht machen möchte, in Zukunft Unkraut dazwischen zu jäten, haben wir uns auch dafür ein Unkrautvlies entschieden, was einfach da drüber kommt. Die Löcher habe ich vorher gebuddelt, damit es einfach mit dem Vlies nicht so umständlich ist. Und natürlich auch vorher mit ein bisschen Pflanzerde gefüllt, x-förmige Löcher in das Unkrautvlies reingeschnitten. Und schon ist der Garten nach ungefähr 10 Wochen Arbeit total fertig. Genau wie wir und genau wie die Pflasterarbeiten vor der Haustür, denn hier werden noch Pflasterklinker in Fischgrät verlegt. So sieht das Ganze halbwegs fertig aus. Die Einfahrt kommt noch, erst dann, wenn die Garage gebaut ist, leider. Aber bis das passiert, genießen wir erstmal hier noch die letzten Sonnenstrahlen auf der Terrasse und verabschieden uns mit diesen Eindrücken von unserem Haus, von unserem fast fertigen Garten. Wenn ihr neugierig seid auf KNX, das wird die nächste Folge sein. Abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr keine Updates.